Hallo und herzlich willkommen bei Hotel Moments. Heute befinden wir uns vor dem Agent Pearl Hotel in Rethymno auf Kreta. Das Hotel hat 5 Sterne und gehört zu der Pearl Hotels Group. Folgt mir. Wir stehen direkt in der großen und wunderschönen Lobby dieses Hotels. Diese wurde sogar designt von einem sehr bekannten Designer aus Griechenland. In der Lobby hier findet auch die Willkommenszeremonie der Hotelgäste statt. Hier gibt es Cocktails und auch Erfrischungstücher mit dem wunderschönen Ausblick zum Meer. Das ganze Areal wird unterteilt in 3. Einmal die Apartments, dem 4-Sterne-Hotel und dem 5-Sterne-Hotel, in dem wir uns gerade befinden. Das Hotel liegt genau 2 Kilometer vom Zentrum Rethymnos entfernt und ist nur wenige Meter vom Strand entfernt. Jetzt zeigen wir euch den Bereich mit Bar, mit den Pools und vielen mehr. Folgt mir! Hier finden wir direkt den ersten Pool von vielen. Der Pool gehört natürlich zum Hotel und man hat sogar Ausblick auf das Meer. Direkt weiter zu der rechten seht ihr sehr viele Sitzgelegenheiten, die alle zu den Restaurants, Bars und Cafés dieser Hotels gehören. Genau hier hinter mir befindet sich die Bar, aber hier kommen wir später noch mal her. Hier seht ihr den zweiten Pool, der auch von allen Hotelgästen genutzt werden darf. Wie man ganz leicht erkennen kann, ist das Areal in große Gebäude gebaut, hat sehr viel Grünflächen und hier zum Beispiel sehen wir das Restaurant. Dort findet das Frühstücksbuffet statt, genauso wie das Abendessen. Und dazu zeigen wir euch Bilder am Ende des Videos. Hier seht ihr einen weiteren Pool, der genutzt werden darf von genau den Hotelgästen, die am Rande des Pools ein Zimmer haben. Wir zeigen euch jetzt den letzten Pool, der von mehreren Hotelgästen genutzt werden kann. Genauso ist es hier so, dass die Hotelgäste, die hier an dem Pool angrenzen, den Pool nutzen dürfen. Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer l'amour, l'amour à la raison, l'amour et moi. Nous sommes un, nous sommes un. Hier
hier befinden wir uns direkt in der zweiten Lobby, beziehungsweise in der Lobby vom Vier-Sterne-Hotel. Auch hier gibt es direkten Zugang zum Gym und dem Spa-Bereich, das zur Verfügung gestellt wird für beide Hotels. Hier befinden wir uns direkt im großen Fitnessstudio. Hier kann man wirklich alles machen, ob auf dem Laufband oder mit Gewichten. Vom Fitnessstudio geht es direkt rüber zum Spa-Bereich, wo es einen heißen Pool gibt, Jacuzzi und vieles mehr. Auf der rechten Seite befinden sich direkt die WCs. Und vor allem die Umkleiden für Männer und für Frauen. Und Räume für Massage, Pediküre, Maniküre und alles, was man sich vorstellen kann. Allerdings sind einige Räume geschlossen, weil gerade entweder zum Beispiel Massagen stattfinden oder tatsächlich auch eine Pediküre. Hier seht ihr einen kleinen Raum, wo auch Massagen stattfinden, und gleich hinter dir werden wir die Hammam-Sauna sehen. Das ist ja immer nein, oder? Hinter mir seht ihr einmal die Sauna. In der Sauna sind aktuell 90 Grad und im Hammam 45. Was gibt es Schöneres, als ein Rooftop auf einem Hotel zu haben? Hier findet ihr natürlich den gleichen Ausblick wie an vielen anderen Stellen dieses Hotels, nämlich das Meer und den dazugehörigen Strand zum Hotel. Wie ihr erkennen könnt, stehe ich direkt am Strand. Alle blauen Liegen und Schirme gehören zum Hotel. Dieser Abschnitt vom Strand gehört außerdem zu den blauen Flaggen bzw. wurde ausgezeichnet. Denn genau hier wird das Wasser, der Service und auch der Sand regelmäßig geprüft.
Hoteltour. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare, welches Hotel ihr gerne von innen sehen wollt. Also liked, kommentiert und abonniert. Bis zum nächsten Mal.